ich denke, wir pflegen hier die freie Rede und somit ist es völlig unangebracht, meiner Kollegin Unterreiner vorzuschreiben, was sie hier zu sagen hat, und sei ihre Rede noch so bluthochdruckverdächtig. Und zur Frau Kollegin Schittenhelm möchte ich noch sagen, Sie haben gemeint, Sie sind Frauenpolitikerin. Wir von der FPÖ, Sie meinen wahrscheinlich damit auch Ihre Kolleginnen aus der ÖVP, wir von der FPÖ bezeichnen uns nicht als Frauenpolitikerinnen, wir bezeichnen uns als Politikerinnen für Frauen und Männer. Für uns ist das eine Einheit, eine harmonische Gegebenheit. Grundsätzlich möchte ich zu dem bereits erwähnten Bericht nur etwas sagen. Kritik wurde ja bereits im Ausschuss getan und getätigt in Bezug auf die grafische Darstellung, auf die Ampeln, und mir kommt das gelegentlich so vor, als wäre es ein Chemielehrbuch aus der Unterstufe. Ist eben so, aber das Tatsächliche und das Relevante sind eigentlich die 213 externen ministeriellen Maßnahmen, die die Frau Ministerin getätigt hat, und alle mit arbeitspolitischem Kontext. Nur, wenn man liest 213 Maßnahmen, dann ist man mal großartig begeistert, muss aber leider die Begeisterung sofort unterdrücken, denn es wird auch im selben Ton und im selben Absatz noch weitergeführt, dass dies wenige Auswirkungen hat. Und das deshalb, weil viele dieser Maßnahmen, und das muss man berücksichtigen, noch in den Kinderschuhen stecken und somit noch keine tatsächlichen Beträge und Erträge zeigen können. Aber ich meine, wäre es da nicht sinnvoller gewesen, um ein etwas mehr Effizienz zu zeigen, dass man diesen Bericht ganz einfach auf später verschoben hätte. Diese Maßnahmen sind Angebote der Beratung und der Qualifizierung und auch der Öffentlichkeitsarbeit und richten sich hauptsächlich an Mädchen, an Migrantinnen, an ältere Frauen und an Arbeitnehmerinnen. Und in dem Zusammenhang ist es eben leider so, dass sie sowohl in der Realwirtschaft als auch bei den relevanten Kennzahlen keinerlei positive Veränderungen oder nur wenig positive Veränderungen gebracht haben, denn sie selbst bezeichnen ja den Gender Pay Gap mit einer roten Ampel, das heißt, es ist unendlich viel zu tun, und in meinem Fall hat leider nicht mehr allzu viel Zeit, um das näher auszuführen. Eins möchte ich noch hinzufügen, weil man uns immer wieder vorführt und vorsagt und vorwirft, wir könnten mit dem Wort Gender und mit dem Wort Gender Pay Gap nicht umgehen, möchte ich Ihnen sagen, es ist uns sehr wohl bewusst, dass es ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre und aus der Soziologie ist. Ja? Und es bedeutet eigentlich geschlechterspezifische Verdienstgefälle. Es gibt ja dazu auch noch etwas, und da wirkt dieser Gender Pay Gap ja hinein, in den Gender Gap Index oder Gender Gap Report. Und da steht Österreich wirklich nicht gut da. Und wenn die Frau Kollegin Schittenhelm gemeint hat, na, wir sind ja etwas vorgerückt. Was heißt vorgerückt? Wir sind von der Stelle 34 auf von der Stelle 37 auf die Stelle 34 vorgerückt in der Gesamtbewertung. Und bei der Lohngerechtigkeit sind wir immer noch an 116. Stelle. Ich muss auch das Positive sagen, in der ÖVP gibt es auch dazu etwas, nämlich einen Vorstoß der Senioren, die sagen, dass man die Pensionszeiten für Kinder und beziehungsweise für ein Kind und dann in Folge für mehrere Kinder mit 4 Jahren anrechnen soll. Das heißt, man soll ein sogenanntes Kindererziehungszeiten in die Berechnung mit einbeziehen. Das ist eigentlich das, was wir auch immer gefordert haben, und daher, und jetzt komme ich zum Schluss, muss ich feststellen, die FPÖ ist die soziale Heimatpartei und die FPÖ ist die eindeutig bessere Familienpartei.